Moin Moin Freunde des guten Geschmacks, ist wieder Comicbuchzeit. Einmal nämlich Guardians of the Galaxy, nämlich der 8. Band, Ankunft des Bösen. Ein 140-seitiges Comicbuch mit einem Softcover. Und das ist der Inhalt. Während sie im Auftrag des Universums die mächtigen Infinity-Steine jagen, passiert das Unglaubliche. Star-Lord, Rocket Raccoon, Gamora, Groot und Drax werden zu Novas. Seite an Seite mit Richard Rider und den anderen Weltraum-Cops kämpfen die galaktischen Ganoven und Antihelden für das Gute. Zudem bekommen die Guardians ein neues Mitglied. Ja, und das ist auf jeden Fall die Vorgeschichte des Crossover Infinity Countdown. Beinhaltet einen ziemlich großen Teil von diesem Richard Rider, das ist ja Nova, fand ich sehr gut gemacht auf jeden Fall, da kommen wir aber gleich hinzu. Und beinhaltet 6 US-Hefte, 140 Seiten lang, hatte ich ja gerade gesagt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Gary Duggan als Autor hat da schon gute Sachen geleistet. Diese ganzen Schriften als Übersetzungen sind auch gut gemacht, aber das ist das Problem einfach. Leider springt immer dieser Comic natürlich von diesem zu diesem Punkt und ist manchmal so ein bisschen schwierig zu... verstehen jetzt nicht, aber es ist sehr wirr. Plötzlich ist das halt bei den Guardians of the Galaxy und dann ist es wieder da und dann wieder da. Es ist trotzdem nachher irgendwie abgeschlossen in den Punkt, weil es einfach auch so ein kleines Cliffhanger-Ding hat am Schluss, wobei es wird dann halt darauf hingewiesen, es geht dann in Infinity Countdown dann halt weiter. Ist kein schlechtes Story in diesem Sinne, aber es ist halt eine Zusammenwürfelung aus verschiedenen 6 US-Heften. Zu den Zeichnungen kann ich nur sagen, die sind wirklich super gemacht. Gerade allein das Cover ist einfach erste Sahne, das habt ihr ja vorhin noch gesehen. Und wirklich gut gezeichnet, sehr, sag mal, klassisch, bisschen, trotzdem modern. Das hat das Team um Roland Boschi, Rod Rice, Markus Toe wirklich gut gemacht. Zeichnung, Tusche, ja, das kann ich jetzt einfach nur als sehr gut bewerten. Aber trotzdem, wir kommen jetzt gleich mal zu den ganzen Charakteren, die da aufkommen. Ich habe sie angesprochen, Marvel Legacy. Ist ja dieser Neustart von den 2017. Das ist so wie ein bisschen bei den DC Comics mit The New 52. Das ist genau das gleiche wie hier, dass der Kern der Superhelden einfach noch ein bisschen mehr beleuchtet wird. Das ist einfach ein Relaunch. Und hier sieht man auch so ein bisschen diese alten Charakter-Designs. Finde ich gut. Und auch, sag mal, die Beleuchtung auf Nova fand ich sehr stark. War gut gemacht, aber auch das Nova Corps. Die Geschichte halt nach den, sag mal, Infinity War, dass die Infinity-Steine auseinandergesetzt, also freigesetzt worden sind wieder. Die werden gesucht von den Guardians of the Galaxy. Bis dahin, habt ihr ja im Inhalt ja auch gehört, habe ich mir gar nicht erzählt. Und Thanos ist verschwunden. Also ihr merkt schon, da ist schon ein bisschen Action drin. Ist auch witzig. Der Comic ist echt witzig. Passt auch zu diesem wirklich Humor von den Guardians. Aber fehlt mir da so ein bisschen was. Also da habe ich schon andere Comics gelesen, wo ich sagen würde, da war ein bisschen mehr Witz drin, da war mehr, sag mal, nicht so wirre Sprünge drin, Flashbacks und irgendwelche Sprünge in der Storyline. Das ist schon so ein bisschen, wo ich sagen muss, vielleicht Minuspunkt. Also das habe ich ja vorhin schon gesagt in der Story, aber die Charaktere an sich sind wirklich gut gemacht. Ja, und kann ich diesen auch weiterempfehlen, so als Vorgeschichte des Infinity Countdown? Ja, also ich sage mal so, es kostet 16,99 € und ich habe lese zum Beispiel gerade Shazam und da muss ich ganz ehrlich sagen, stinkt das Comic gegen an. Das Shazam-Comic ist ja noch ein bisschen dicker und macht einfach ein bisschen mehr Spaß wie das. Das ist einfach mal so, ja, wenn man mal einfach was schnell in der Pause auf der Arbeit lesen möchte, dann macht man das. Dann liest man das einfach durch und hat da so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde das Comic durchgelesen. Ist keine schwere Kost, ist leichtspielig, kann man gut lesen. Also ihr merkt schon, das ist ein solides Ding an einem Comic, was man wirklich schönes Cover hat, schöne Variant-Covers, die ich hier gesehen habe, die waren auch schön gezeichnet. Also es ist so, ich hapere da gerade so ein bisschen an der Bewertung, weil es ist kein schlechtes Comic, aber trotzdem mit diesen Zusammenwürfelungen ist es für mich so ein bisschen eine kleine Resterampe, was nicht hätte sein müssen. Aber wer es noch nicht kennt, der kann sich das wirklich gerne mal durchlesen. Und kann sich an diesen schönen Zeichnungen und Tuschebissen natürlich ergötzen, sag ich mal. Einfach ein Comic, den ich eine Bewertung von 7 von 10 gebe. Ja, da kommen wir nämlich jetzt zum Schluss. Sagt doch mal in die Kommentare, ob ihr das schon gelesen habt, ob ihr das lesen wollt, also kaufen wollt und so weiter. Dann könnt ihr es mal gerne mal reinschreiben. Ja, sonst würde ich sagen, ein Abo da lassen für sowas hier, wenn ihr wieder Bock habt auf Comic-Reviews oder irgendwelche Film-Reviews und so weiter, wisst ihr ja. Und ich würde sagen, nochmal Dankeschön an Panini für diese Bereitstellung. Bin dann raus und würde sagen, bis dann und ciao. Bam.